Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, kein Frauenknast, denn beim Erstellen der zweiten Karte, die erste war mir ja zu klein, habe ich dann doch vergessen, Frauen als Insassen auszuwählen. Jetzt haben wir einen normalen Männerknast, sage ich mal, wobei Frauenknast natürlich auch Frauenknast, ja, Frauenknäste. Frauengefängnisse sind auch an der Tagesordnung. Aber ja, wir haben jetzt hier halt die Standardbelegung. Ist semi-schade, aber kommen wir, denke ich, mit klar. So, Räume, wir müssen nochmal kurz über die Büros hier. Das ist ein Büro, das ist kein Büro, das wird mal eins. Dann kommen jetzt die Schreibtische da rein. Und naja, wir machen erstmal die Lampen. Wir brauchen für diese kleinen Zimmer, denke ich, nur noch eine Lampe. Objekt, nein, doch, Objekte war richtig, Lampe, eine hier und dann Schreibtische, ach, immer die falsche Taste, so, und ich stelle die jetzt hier hin und hier hin, das heißt, dass wir diesen hier versetzen, hier hin und das versetzen wir hierhin. Gut. Ah ja, Aktenschränke brauchen wir auch noch. Den hätte ich nun beinahe vergessen. 1, 2. So, dann müssen wir auch in die Bürokratie schauen, denn wir haben ja als neue Subvention, als Zuschuss den Zweig Gefängniswartung ausgewählt. Hier müssen wir noch einen Gärtner, zwei Hausmeister, einen Vorarbeiter haben und Gartenpflege und Reinigung freischalten. Das sollten wir dann auch machen. Das kostet natürlich jetzt nochmal Geld. Also Gartenpflege und Reinigung sind 4.000, benötigt Vorarbeiter. Die müssen wir jetzt einstellen. Die Büros sind ja fast fertig. Es fehlen noch die Schreibtische und Schränke. Die Schreibtische habe ich noch gar nicht platziert. Mein Fehler. Aber wir haben noch zwei im Lager stehen. 1, 2. So, und dann Personal, ein Vorarbeiter bitte. Und der arbeitet dann hier. Benötigt Büro. Ja, das ist jetzt kein Büro. Das ist das Problem. Aber wenn das Ding steht, dann ist es ein Büro. Jetzt hat er sich das ausgesucht. Ist in Ordnung. Soll er halt da arbeiten. Haben wir auch nichts gegen. So, der forscht jetzt. Reinigung. Wunderbar. Und wir werden die Versorgungsleitung noch prüfen. Ja, wir lassen das jetzt so laufen. Ich werde die hier auch abreißen. Für die Büros genügt das so. Gut. So, was machen die Gefangenen? Die sind schon beim Essen. Zumindest teilweise. Oh, weia, hier liegt das Essen auf dem Boden. Da, der gute Speck und die Kartoffeln in der Küche. Nicht ordnungsgemäß gelagert, würde ich sagen. Da sind unsere Köche offensichtlich schlampig und Baker ist gar nicht zum Essen gebracht worden. Da sind offensichtlich unsere. Wieso haben wir eigentlich eine Aufnahmekapazität von 0? Das kann ja eigentlich nicht sein. Naja gut, okay, wir müssen ja eh den Zellenblock gleich bauen. Das werden wir auch gleich angehen. So, hier gibt es schon die ersten Unzufriedenheit. Die Leute sind sauer, es sieht total dreckig aus, aber da sind wir ja bei. Forschung, Reinigung läuft noch 4 Stunden und ja, danach machen wir halt die Gartenpflege. So, jetzt ist Hofzeit. Ah ja, mit den Zeiten, da kann man auch schön einstellen. Es gibt die Tagesordnung und ja, Schlaf, Dusche, Freizeit, Essen, Hof, was jetzt aktiv ist hier, wie wir sehen, ist alles komplett einteilbar. So, der Personalraum. Ja, hier fehlt natürlich noch viel. Ich will den noch nicht bauen, weil es da eine Subvention für gibt. Die will ich dann natürlich kassieren. Okay, ich denke, wir lassen es mal auf hoher Geschwindigkeit jetzt laufen, bis so ein bisschen was von der Forschung abläuft.
So, ein Häftling hat keine Mahlzeit. Ah, die fangen jetzt gerade an zu kochen. Okay. So, die wollen wieder raus, müssen wieder raus und sind nun wieder in der Gemeinschaftszelle. Und das ist natürlich 10 Leute hier in diesem kleinen Bau, sage ich mal, ist schon grenzwertig. Wollen wir hoffen, dass das gut geht. Ich hatte euch in der ersten Folge ja gesagt, dass meine Erfahrungen in Prison Architect ja bestenfalls als rudimentär zu bezeichnen sind. Die Profis unter euch wissen sicher, wie man vieles besser machen kann. Da bitte ich einfach drum zu bedenken, dass ich da nicht der Supercrack bin, wie das wahrscheinlich von einigen von euch zu erwarten wäre. So, wie sieht's hier aus mit der Forschung? Ah, die Reinigung ist fertig, das heißt, wir können da schon mal was tun. Wir stellen jetzt 2 Hausmeister ein, dass mal aufgeräumt wird. Oh, jetzt habe ich 3 eingestellt. Naja, bei dem Dreck vielleicht auch nicht verkehrt, können ja gleich einen wieder feuern. Und das heißt ja auch mindestens 2. Die Wache macht eine Pause, die Wache lungert hier herum. Eine Wache war gerade noch in der Kantine, ist jetzt aber woanders hingegangen. Müssen wir auch ein Auge drauf haben, ob denn 3 Wachen ausreichen. So, aber es wird geputzt. Und da ist ja nun wirklich einiges zu tun. So, beim Direktor natürlich zuletzt. Gartenpflege ist auch gleich so weit. Dann können wir den Gärtner einstellen. Nicht, dass wir den gerade wirklich brauchen. So, dann haben wir hier Besucher. Eine Familie wartet auf Besuch. Naja, ein Besuchszimmer haben wir noch nicht. Das machen wir mit dem Zellenblock A dann. Na, und bei den Zellenblocks, tja. Es gibt viele gute Ideen, wie man Zellenblocks bauen soll. Ich habe damals in der Alpha 36 mal eingebaut und würde wahrscheinlich ganz ähnlich vorgehen wieder. Aber jetzt können wir den Gärtner einstellen. Dann haben wir die Subvention erledigt. Ja, hier im Hof muss er arbeiten. Okay, 5.000 Euro Zuschusszahlung ist natürlich wenig, aber wir haben ja auch den Vorschuss bekommen. Insgesamt waren es, glaube ich, 10.000. Da haben wir die Kosten gerade so raus, die Personalkosten aber dann nicht. Gut, schnelles Bauen. Hier gibt es auch so Vorschläge, ja, für Küche, für Einzelzellen, für verbesserte Zellen. Kann man ganz viele tolle Sachen machen. Personalzimmer, ja, ist unserer vielleicht ein bisschen größer sogar, aber das geht schon in Ordnung. Wir werden aber vieles wahrscheinlich von Hand bauen. Lampen wollte ich noch setzen, das mache ich jetzt zuerst. Und zwar hier in den Flur. So. Und dann brauchen wir in der Bürokratie. Ja, hier können wir halt Häftlinge zum Arbeiten bringen, zum Kochen, Putzen und so weiter. Spart Gehälter, generiert Einkommen und die Häftlinge lernen neue Fähigkeiten. Wir können dann auch Werkstatt und Wäscherei freischalten. Das machen wir alles später. Mikromanagement. Nahrungslogistik, genau. Dann können wir Kantinen zu bestimmten Zellen zuweisen und sowas. Brauchen wir jetzt auch noch nicht. Wir werden im Moment gar nichts freischalten. Wir bauen jetzt den Zellenblock. Und ich habe ja vor, diesen hier zu errichten. Und dann wollen wir, wenn der Zellenblock hier steht, hier den größeren Hof bauen. Also ich stelle mir Zellenblock 1, Zellenblock 2, Zellenblock 3 vor und in der Mitte den Hof. Boah, das kann ich mal ganz grob zeichnen, weil ich kann ja viel erzählen. Also Zellenblock 1. Also ungefähr so. Ja, ein Zellenblock hier. Ein Zellenblock da.
Also A, B, C, sage ich mal. Und dann hier ein Hof in der Mitte über einen Zaun gesichert. So ungefähr. Wie das Ganze funktioniert, ja, gute Frage. Und wie wir da die Flure reinlegen von hier ausgehend und dass das Ganze natürlich insgesamt ein Stück weiter runter muss, das ist, denke ich, auch klar. Aber fangen wir jetzt mal an. Also ich mache jetzt einen richtigen Plan. Wir wollen hier bauen und hier kann ich schön hoch, das ist gut. Dann hätten wir hier den Zugangsflur. Und ich würde sagen, machen wir erstmal eine Zelle. Fangen wir mal hier mit einer Zelle an. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. So, Bett, Toilette. Das ist schon eine große Zelle. Reichen würde auch so. Das ist natürlich eine kleine Zelle. Jetzt gucke ich doch nochmal in die Schnellbausache, wie so eine einfache Zelle wohl aussieht. Ja, das ist zwei Felder, also hatte ich schon recht mit. Ich mache es auch so. So, aber wir bauen es, wie gesagt, von Hand. Und das ist auch die Planungsphase im Moment. Frage ist nach der Anzahl der Zellen. Wir müssen ja mindestens 15 haben. Und wir werden es nicht schaffen, diesen Zellenblock ganz zu bauen von dem Geld. Deswegen machen wir, ich würde sagen, auf 20. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Also 10 Zellen. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, das passt. Wir brauchen in der Mitte einen Flur. Der sollte hier ja auch zwei Felder breit sein, würde ich sagen. Und von der Zellenlänge genau so wie auf der anderen Seite. Also 1, 2, 3, 4. 3 würde auch reichen. Wir könnten das Ganze noch ein bisschen einkürzen hier. Die späteren Zellenblocks könnten ja luxuriöser oder größer sein. Wir wollen ja nicht vergessen, dass das ein Gefängnis ist und kein Hotel. So, das wäre Platz für 20 Gefangene. Das ist nur Zelle. Hier fehlt noch komplett Dusche. Die sollen nicht in den Zellen duschen, die kriegen eine Gemeinschaftsdusche. Die wird hier... Eigentlich hätte ich die gerne beim Ausgang. Dann können nämlich alle auf dem Weg zum Essen auch duschen. Oh, da passiert irgendwas. Nee, ich glaube, es ist nur zum Hof gerufen worden. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... So, 20. Und hier die Dusche. Oh, Moment. Das muss ich mir kurz überlegen, wie man das jetzt am besten macht.
So, das wird die Dusche. Ich bin nicht überzeugt von, dass das der beste Plan ist, aber wir schauen mal. Also hier natürlich Tür und hier zur Dusche jeweils Türen. Und natürlich, ich werde die jetzt nicht einzeichnen, für jede Gefängniszelle ist Quatsch. Objekte. Brauche ich auch nicht einzeichnen, lässt sich nämlich eh nicht gescheit machen. Pläne umsetzen, was ist das denn? Wie cool ist das denn? So, das muss jetzt natürlich Betonwand sein auch. Das würde ich gerne mal probieren. Cool. Und da wird jetzt automatisch ein Fundament gesetzt? Da bin ich mal gespannt. Da kommen die ganzen Ziegelsteine. Tatsache. Da fehlt doch das Fundament. Ja. Ich hab's befürchtet. Jetzt haben wir das Geld ausgegeben. Und das Fundament fehlt vollständig. Plan, Wände. Ach du Schande. Tja Leute, jetzt muss ich ein Safe Game laden. Und das muss ich nochmal neu machen. Dann sehen wir uns gleich. Einen Moment. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal geplant. Ein bisschen anders allerdings. Das sind jetzt zwei Duschräume. Finde ich etwas besser als nur einen zu haben, wo alle rein wollen. Außerdem den Durchgang in der Mitte, also den Flur ein bisschen breiter gemacht. Das verhindert, glaube ich, auch, dass sie sich irgendwelche Sachen zustecken können und insgesamt von der Zellenzahl aber gleich geblieben. Wenn ich unten den Haken angemacht hätte vorhin mit automatischem Fundament, dann wäre wahrscheinlich das Fundament errichtet worden. Ich weiß aber nicht, was dann hier mit solchen Sonderfällen passiert. Darum mache ich es jetzt lieber auch nochmal von Hand. Wir hätten gern ein Betonfundament. Wie gesagt, der Preis ist identisch, 60 oder 60 pro Quadratmeter. Und wir ziehen das ganze Ding jetzt bis hier hoch. Zugang benötigt ist automatisch, weil ja die Wand hier eingerissen wird. Und dann lassen wir es einfach mal bauen. Wird eine Weile dauern und wird auch sehr teuer sein. Ich hoffe, dass wir uns das alles leisten können. Wir kriegen aber in 42 Stunden schon unsere Rückzahlung von der kurzfristigen Investition. So, und die Gefangenen würden sich gerne duschen. Hier ist die Dusche, Leute. Ich glaube, ich werde diese Tür mal abreißen. Naja, das hier ist Gott sei Dank bald zu Ende. Und dann können die Leute hier vernünftig hausen. Und sicher. So, aufpassen müssen wir, dass uns keiner abhaut, wenn wir hier gleich die Wände abreißen. Kommt an die Stelle direkt eine Tür. Und zwar eine Doppeltür. Das kann ich jetzt schon mal planen. Gut, das geht seinen Gang. Es kommen weitere Exporte dadurch für uns zusammen hier. Für die Holzstämme bekommen wir auch immer Geld. Da wird sogar eingeladen. Und wenn das Schiff gleich ablegt, müsst ihr mal drauf achten, gibt es entsprechend Cashflow. Für $950 haben wir Holz exportiert. Gut, das Fundament steht. Wenn alle Arbeiter raus sind, wird es umgesetzt. Jawohl. Jetzt brauchen wir eine neue Wand. Und das wird jetzt natürlich auch eine Betonwand hier an dieser Stelle.
Seht ihr? Was ist mit dem los? Oh, bei dem sind Drogen gefunden worden. Verzeiht bitte. Er wird durchsucht. Jetzt werden alle durchsucht scheinbar. Ah, offensichtlich, wenn das gefunden wird, gehen die Wachen sofort mit einem Suchprogramm aus. Was ist hier? Innenbereich reinigen, blockiert, zu gefährlich, einmal fehlgeschlagen. Okay. Naja, ist halt dunkel, ne? Ich glaube, das Problem war jetzt hier der offene Bereich, dass das nicht sicher ist. Wir müssen mal eben gucken, dass die Wand fertig wird. Nochmal Exporte. Was ist denn das hier, Tablett? Haben wir ein Tablett verkauft? Ja, okay. Wir können das jetzt aber öffnen, weil sonst laufen die Leute da ständig rein. Es ist jetzt komplett eingeschlossen, also Türmodus entriegelt. Und jetzt ziehen wir die Zwischenwände aus Beton. Wobei, nein, nicht aus Beton, das macht hier dann auch keinen Sinn. Würde man in der Wirklichkeit, glaube ich, auch nicht so bauen. Wir können hier schöne Ziegelwände bauen. Und hier oben gibt es Betonwände. So, jetzt müsst ihr aufs Geld achten, das kostet natürlich alles. Okay, das haben wir. In die Duschen kommen selbstverständlich Abflüsse hier, hier, hier und hier. Außerdem gibt es selbstverständlich Duschköpfe. Ich mache erstmal Duschen draus. Objekte nicht, sondern Räume. Dusche. Nee, kann ich noch nicht machen. Ich habe sonst die Sorge, dass die benutzt würden schon. Deswegen bauen wir das so zusammen und gucken hinterher, ob was fehlt. Nicht Sprinkler, was suchen wir denn? Wo sind denn die Duschköpfe jetzt? Hier natürlich nichts hervorgehoben. So, ein Duschkopf. Sechs. Das sind zwölf. So, das sind zehn und nochmal zehn. Also genau für die 20 Zellen. Theoretisch kann also jeder direkt duschen. Da ist die Wand vergessen worden. Aber wohl von mir. Wir können die Versorgung schon reinlegen. Das heißt, das große Rohr wird einmal hier verlängert. Geht dann... Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Das würde ich hier tatsächlich abweichend machen, weil das kleine Rohr darf nur eine gewisse Länge haben. Sonst funktioniert es nicht. Machen wir es einfach so. Ah, wobei, nein, stopp. Mir fällt da noch eine Sache ein. Wir müssen hier eh komplett rein, weil ja in jeder Zelle auch eine Dusche ist. So, da habe ich noch ein Stück Wand vergessen. Dann können wir die Lampen setzen. Wir nehmen hier diese Wandlampen, das finde ich total cool. Frage, wie sitzen wir? Also ich würde, glaube ich, so machen.
Und in die Dusche hängen wir die Lampen rein. Und zwar hier und hier. Und den Flur beleuchten wir auch so. Wow, passt ja, als wäre es beabsichtigt gewesen. Okay. Das ist eigentlich inkonsequent. Denn ich habe jetzt hier über diesen Flur schon Strom rechts, Wasser links gemacht. Dann setze ich das auch nach Möglichkeit so fort. Kleinigkeiten. Nur, aber ich denke, dass das wohl schon ganz sinnvoll ist. Warum ist hier jetzt eine Wand? Die sollte da gar nicht sein. Und vor allem, warum ist da eine Tür? Was ist denn da jetzt passiert? Wieso habe ich eine Tür in der Hand? Jetzt habe ich das Rohr abgebrochen. Meine Güte. Also. Wand abreißen. Da kommt eine große Gefängnistür rein, natürlich. Und jetzt muss ich nochmal das Rohr machen. Okay, jetzt aber. So, die Insassen schlafen. Zumindest denken wir, dass alle schlafen. Wir können nicht alles sehen. So, jetzt ist wieder irgendwas. Ich denke, es ist der neue Tag, oder? Nein. Umschlossen von Wänden. Es gibt ein Problem mit dieser Zelle. Ah, war die Dusche jetzt wieder nicht zugänglich? Also, dann geht das doch nicht so. Dann muss da doch eine Tür hin. Räume? Mein Gott. Wände, Tür... Tür. Hier sind auch keine Fenster, nix, ne? Haben wir jetzt auch in den neuen Zellen, nicht? Da könnten wir aber noch Fenster bauen. Da das ja hier komplett Innenhof sein wird und der andere Block hier drüber kommt, ließen sich hier in jedes Zimmer noch Fenster einbauen. Mal gucken, vielleicht machen wir das auch. So, die Lampen funktionieren scheinbar ohne Strom. Interessanterweise. Tatsache. Na, das ist ja ein Ding. Das kann ja keine Absicht sein. Das kann nur ein Bug sein. Oh, und wir sind beim Strom schon fast am Anschlag. Wir müssen hier noch einen Kondensator dazu bauen. Machen wir gleich zwei. So. Und dann bauen wir noch die Gefängniszellen. Ne, wir machen nur die Türen. Wir nehmen hier die... Ja, wir nehmen hier orangene Türen, denn das ist eine mittlere Sicherheitsstufe hier, würde ich sagen. $200 pro Tür, mein lieber Schwan. Und dann hier natürlich noch eine große.
So. Dann machen wir an dieser Stelle Feierabend. Ich denke, der Zellenblock, so wie er steht, ist in Ordnung. Wir müssen noch Betten und Toiletten in die Zellen bauen, dann die Zellen ausweisen, eventuell die Fenster, das überlege ich mir. Und dann können wir das ganze Ding schon in Betrieb nehmen. Da müssen wir uns aber auch nochmal wieder über Zuschüsse Gedanken machen und über weitere Dinge. Wir haben ja auch die Wettersituation und ich sehe hier gerade 12 Grad. Wir müssen schauen, dass es nicht zu kalt im Gefängnis wird. Vielleicht müssen wir noch eine Heizung bauen in den Versorgungsraum. Da weiß ich aber noch gar nicht, wie das funktioniert. Ob das erst freigeschaltet werden muss, vermutlich könnte ich mir vorstellen. Es sieht aber nicht so aus, als ob das hier drin ist. Nee, ich glaube, dass das tatsächlich gebaut werden kann schon. Ja, hier ist der Warmwasserboiler. Wahrscheinlich müssen wir den auch noch sowieso bauen, weil sonst duschen die alle mit kaltem Wasser. Aber Absperrventile, Netzschalter. Okay, also, wie gesagt, nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.